Wie kriegt sie den Platz nochmal, die kleine Potsau? Scheiße. Nein! Okay, ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich kann die Waffe wechseln, das ist schon mal sehr gut. Okay, hat ja super funktioniert. Alter. Okay, die ist weg. Das muss die letzte Stufe sein. Ich muss super vorsichtig sein. Stirb und weg. Fair geschafft. Oh oh. Oh oh. Nein! Nicht du! Nicht du! Nicht du! Ernsthaft? Ey, das kannst du mir nicht antun. Das ist nicht nett. Kannst du ihn auch mal anvisieren oder hast du da keinen Bock drauf? Das wäre auf jeden Fall auch, wenn ich dann im toten Tümpel irgendwo mal ankommen sollte, werde ich das genauso machen. Ich werde ihn mit Fernkampfwaffen besiegen. Und zwar alle von den Axtwerfern. Okay, das haben wir auch schon mal geschafft. Huiuiuiui. So, dann haben wir nochmal 3 Stufen. Voller Spaß. Hey, ja, komm. Alter. Okay, das ist, ey, also das ist bisher auf jeden Fall auch, finde ich, die anspruchsvollste Aufgabe, die ich gemacht habe. Also schwieriger als Schafe irgendwo reinpferchen. Schwieriger als Zarox kaputt machen. Okay, der ist tot. Sehr gut. Oh mein Gott. Und schwieriger auch als Mäuse kaputt machen. Das habe ich auch noch gemacht, stimmt. Ich weiß halt nicht, was für Gegner sind. Ich, so eine Map wäre ganz geil. Wo so eine Auflistung der Gegner, die ich hier in pro Stufe kaputt machen muss. Damit ich auch erstmal weiß, ist hier noch irgendjemand? Und zum anderen auch, was erwartet mich? Uäh, das ist hinter mir so ein Heumensch. Und auch eine Reichweite, das ist aus der Hölle. Die muss man echt offensiv angehen, bevor die auf die Idee kommt, wieder was irgendwie zu schlagen. Okay, der ist tot. Scheiße. Okay, komm, du bist der Letzte, du bist der Letzte. Ja, ja. Du bist der Letzte. Ja, ja. Bitte, bitte, bitte. Ja! Ha, Alter, ich schaffe jede Stufe so unfassbar knapp, ne? Aber egal, es reicht, es reicht. Das ist die Hauptsache. Ah, hallo. You are a pirate. Ah, komm. Also, die in die Wand zu drängen, ne? Einfach ganz drauf rumzuhacken, wie auf ein Stück Holz, ne? Das scheint wahre Wunder zu wirken. Klappt leider nicht bei jedem. Vor allem nicht, wenn sie eine längere Reichweite haben als ich. Ich guck gerade nur. Also, sind viele Gegner, aber ich habe jetzt keinen Axtwerfer gesehen. Das sind echt meine Angstgegner. Von wie einfach die auch waren damals, ne? Im Original. Und hier machen die mich komplett nass. So, okay. Bums! Was? Du lebst noch. Schon sagen. Dich mach ich auch zu Klump. Zu einem Haufen Mehl. Kann ich die Gegner eigentlich auch irgendwie so in den Abgrund reinballern? Das wäre natürlich ganz geil. Okay, der ist tot. Der ist auch tot. Hervorragend. Kannst mal aufhören, mich voll zu rotzen. Das finde ich auch echt gut, dass die meistens die Zombies am Ende übrig bleiben, weil die sind halt relativ gediegen zu bekämpfen. Also das war's. Ja, guck mal. Das geht noch echt klar. Und die letzte Herausforderung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich neugierig bin. Ich bin erstmal den Dicken hier. Da kann ich nur von einer Seite kommen. Das ist halt auch ein Vorteil. Dafür kommen sie schnell von einer Seite. Oh, scheiße. Oh, no, 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 no. Nein! Arschloch. Okay, alles klar. Dann machen wir es da einfach nochmal. Ich hau dir in die Fresse. Und dir auch. Und Jacqueline auch. Tschüss. Komm her. Genau, boy. Dankeschön. Oh. Hier mal einen Powerschlag, oder? Können wir auch mal machen.
Oh, hat ja super funktioniert. Scheiße. Okay. Wie mache ich denn den anderen nochmal? Ach so, okay. Okay, ist auch okay. Perfekto. Jetzt gibt es hier 12 Stufen wahrscheinlich. Wow! Was war das für ein geiler Schlag? Mit CH hin, genau. Guck mal, ich hätte es schon wieder gemacht. Ach komm. Angeschlagen. Ich bin ein Skelett, ich bin schon tot. Nein, da kommt noch eine Stufe. Warum, wie siehst du den denn bitte nicht an? Hilfe. Nicht in den Abgrund, bitte. Ja, ja, geh mir nicht auf. Warum lebst du denn noch, Alter? Ich hab dir doch die komplette Breitseite abgegeben. Warum haben die Gegner hier unterschiedlich viel Energie? Ah, oh, ne Nase. Mann, guckt euch alle so. Oh, meine Fresse. Was? Wie, wer, wie, wo, wo, wo? Döp, 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 döp. Komm her, komm, oh, scheiß Mühe. Bisschen Feuerwerk mal ganz nice, ne? Ja, ein bisschen hier rumfackeln könnte. Und die Gegner niederbrennen. Ich will einmal kurz gucken, was das für eine Attacke ist. Oh, okay. Die ist gar nicht so schlecht, vielleicht gegen die Axt-Spackos. Packt doch eure fucking Saltos da weg. Was fällt euch ein? Keine Ninjas hier. Mit Skelette. Wow. Da kriegen nicht mal so Leute hin mit gesunden Bändern und Knochen und Muskeln und sowas. Nicht irgendwie. Vorsicht, du bist nicht tot. Ich kann ruhig mal die Fresse halt nicht. So. Alter, gegen Kürbisse. Dein Motherfucker. Mann, wieso? Wie siehst du denn so dumm an? Ihr habt voll gerade gesehen, dass er sich nicht entscheiden konnte, wen er anvisieren sollte. Die stand einer direkt vor mir. Und jetzt hat sie gedacht, nö, dann nehme ich den, der da hinten ist. Und dann hat sie gesagt, ach, guck mal, da ist doch einer in der Nähe. Dann nehme ich doch lieber den. Oh, das ist ein Abgrund. Vorsicht, das ist allzu spät. So lief das. Also die Anvisierung, da muss man echt drauf aufpassen. Man sollte nicht die ganze Zeit damit durch die Gegend rennen. So, okay. Okay, dann nochmal. Fuck you, bitch. Ass. Ass. Alter Vater. Komm, hau ab. Verpisst euch alle. Ja, 65 haben wir noch. Die können nicht runterfallen. Ich kann sie nicht runterschmeißen, die Schweine. Komm her, du Kackskelett. Ich muss die Piraten als erstes kaputt machen, weil die am meisten nerven. Oh, geht doch alle mal sterben. Also nochmal. Das ist auch so nervig, dass ich nicht mal ein Zehntelsekündchen irgendwie Flackerchance habe, ne? Dass ich direkt einfach verwundbar bin. Das ist so nervig. Das ist richtig nervig. Und beim nächsten Pup bin ich jetzt tot. Ich habe noch ein paar vor mir. Uah, der hat mich fast erwischt. Muss eigentlich die ganze Zeit in Bewegung bleiben, aber die Kamera, die ist ja auch nicht immer so praktisch, ne? Okay, ich muss bei den Skeletten, muss ich echt mal aufpassen. Das kann doch nicht sein, dass die mir die ganze Energie wegfressen, ey, vom Kopf quasi. Ihr habt schon eine Wut auf euch hässlichen Drecksviechern, Spackos. Wobei ist das bei weitem nicht so befriedigend, dass sie leider keine Körperteile verlieren. Das hätten sie alle verdient. Verpiss dich. So, okay. Alter, diese Anvisierung, die funktioniert einfach nicht in diesem Spiel. Also in diesem Minispiel zumindest. Es sind wahrscheinlich einfach zu viele Gegner. Das Spiel weiß nicht, wo soll ich mich jetzt drauf fokussieren. Komm her, du kleine Drecksau. Du Schack machst du euch alle. Wumms. Na du? Alter, kannst du mal bitte verrecken? Willst du mich eigentlich verarschen oder so? Ich muss mich gerade am Kopf kratzen. Holt mich voll. Oh, das war knapp. Ja, ich hab's doch gesehen. Aber da kann man auch nichts mehr machen. Das ist nicht schwer. Ohne Scheiß, das ist wirklich nicht schwer. Das ist einfach nur dumm, ist das. Das ist nicht, dass man sich jetzt denkt, oh mein Gott, ne? Der Schwierigkeitsgrad hier sind nicht die Gegner. Aber die verkackte Spielmechanik. Echt? Ach komm, fick dich, Alter. Ich hab jetzt schon viel zu viel Energie verloren. Oh, ich könnte mir das Gesicht aus dem Gesicht kratzen. Das macht voll Sinn, ich weiß. Was ist mit euch?
Ja, guck ich mal einfach die Kamera hier mal. Ich, also ohne Scheiß, ich drücke keinen Knopf, der die Kamera drehen. Also von sich aus drehen soll. Ich sage jetzt nicht, drehe ich jetzt nach links, drehe ich jetzt nach rechts. Ich halte R1 gedrückt. Nehme ich für anvisieren. Ja, schön. Klappt hervorragend, wie man sieht. Ja, ohne Scheiß. Ich sag mal, für Boss ist das vielleicht ganz okay, ne? Aber wenn mehr als zwei Gegner auf dem Bildschirm sind, ist die Erfassung komplett überfordert. Ist natürlich auch clever von den Entwicklern, dann so ein Minispiel hier reinzubringen, wo man ungefähr 80 Gegner kaputt machen muss. Vor allem bei sowas, ne? Wo habe ich denn hier Übersicht? Wo ist meine Übersicht? Nicht vorhanden, das kann ich euch schon mal sagen. Ja. Das habe ich schon mal rausgefunden. Boah, Alter! Mr. Kobold-Troll-Spacko, halt bloß deine verkackte Fresse. Okay? Kann ich mal bitte einer von euch sterben? Das ist mir ohne Scheiß. Mir ist eigentlich scheißegal, welchen du jetzt anvisierst. Was denn? Du bist leider gescheitert. Ey, Mann, das geht mir so auf wie Zwiebel. Also so richtig auf den Klöt. Ne? Meine Fresse. Ich visiere jetzt einfach nicht mal an. Ich laufe einfach die Gegend und schlag. Nur nochmal zum Fixieren, damit die Kamera hinter mich geht. Und den Rest mache ich ohne Anvisieren. Das macht nämlich voll keinen Sinn. Das ist so eine schlechte Visierung. Ich verstehe auch nicht, wie man... Ist ohne Scheiß. Ich raff nicht, wie man sowas verkacken kann. Ich bin zwar kein Programmierer, ne? Aber im Endeffekt muss es ja nichts anderes heißen. Kamera, geh da drauf. Und dass ich dann halt manuell mein Ziel wechseln müsste. Zum Beispiel den Druck auf die L1-Taste oder so, ne? Aber wie sieht ihr immer automatisch neu? Oder auch wenn ein Gegner in der Nähe ist, dann sieht ihr manchmal einfach gar nicht an. Und der ist dann wirklich in der Nähe. Also wirklich, wenn ich ihn angucke und schlagen will, würde ich ihn treffen. Nein! Okay. La 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 la
Ja, guck mal. Ja, das war. Also, ja, okay, ich habe mir auch keine Mühe gegeben, dich getroffen zu werden. Der Versuch ist in Ordnung, wenn ich ihn verkacke. Wow. Fickt euch! Hey, hey, bleib gesund! Gott, ich kann trotzdem Fresse einfach halten, Alter, das kann ich sagen. Komm. Hey, Mr. Kürbis, Pumpkinhead. Der ist auch tot. Waren es nur noch 5 oder wie viel müssen wir noch kaputt machen? 6. Keine Ahnung. Ich, ansonsten hole ich gleich mein Schild raus, ne? Also ist auch kein Thema. Ich habe ja, wo habe ich das Goldschild denn? Da schon wieder. Ich sehe die Attacke nicht mal. Ohne Scheiß. Die packen ihren Kopf kurz nach vorne. Ne? Was machen die da? Berühren die mich mit ihrem Stiel? Ist er giftig oder warum sterbe ich durch die Scheiße? Ich glaube echt, ohne Witz, die Angriffsangriffe. Also ich glaube, die Pumpkins sind ein bisschen verbuggt. Ne? Also damit meine Hinter die voller Ungeziefer sind, aber da fehlt, glaube ich, so ein bisschen die, also die Kollisionsabfrage, weil die Angriffsanimation einfach noch nicht beendet ist. Weil die, normalerweise machen die halt immer ihren Zungenschlag da, keine Ahnung, was das ist. Mr. Lizard. Ja, die halten ein bisschen mehr aus. Ist ja auch in Ordnung, das sind langsame Gegner. Sehe ich auch ein. Ist einfach nur nervig. Und vor allem bin ich echt zu dumm, mich von denen nicht treffen zu lassen. Das ist noch viel trauriger. Okay. Ja, super. Hat ja super funktioniert. Die haben mich in den Abgrund gedrückt. Auch traurig, dass sowas geht, ne? Also echt traurig, dass die quasi mehr Körperkraft haben als ich, obwohl die zu 12 sind und ich alleine. Ja, das sollte nicht möglich sein. Es ist halt irgendwie ein fetter Drache oder sonst irgendwas. Nicht so ein fucking Skelett. Ich bin da auch nicht mehr. Will mal zusagen, aber... Oh, ich will diesen Scheiß-Coupon jetzt haben. Und ich will Bohnensuppe essen von Mama. Tiefgefroren. Gib sie mich gleich. Und dabei Game of Thrones gucken. Zweite Staffel sind wir gerade. Immerhin schon mal. Ui, ui, ui. Oh, Alter Vater. So, komm, mach sterben. Mach sterben, genau. Da, warum visiert ihr denn nicht den Gegner an, Alter? Meine Fresse. Was kannst du eigentlich, du? Oh, meine Fresse. Ich wollte wieder selten, Scheiße. Und ich renne einfach in den Abgrund. Ah! Okay. Nein, Alter, bringt doch auch nichts, Alter. Das bringt doch auch nichts. Ich brauche ein verdammtes Scheiß-Anständiges, wenn ich so eine Krüppelscheiße hier. Mann!